Notruf in der Ruhrpottwache. Die Tresenkraft eines Clubs alarmiert die Kriminalhauptkommissare Klaus Schäfer und Holger Hansen. Die Freundin der Anruferin ist schwer verletzt. Hallo, hallo. Hallo. Polizei, wir sind von der Polizei. Oh, Gott sei Dank sind Sie endlich da. Was ist passiert? Meine was Freundin los? Drin. Ich, die wo ist die drin, Freundin? Die liegt drin. Wo ist drin? Okay. Komm hinterher, komm hinterher. Die Anruferin ist mit Blut beschmiert, weil sie ihrer Kollegin Hilfe geleistet hat. Die Kommissare wissen noch nicht, ob diese verunglückt ist oder Opfer einer Gewalttat wurde. Im Club müssen die Polizisten vollen Körpereinsatz zeigen. Was ist hier los? Hey! Geh weg auseinander! Auseinander! Auseinander, Polizei! Schuss! Schuss! Hände auf den Rücken! Der ist es doch nicht, ich! Du hast nichts gemacht! Du bist an der Was fährst du mich da ein, Mann? Die Kripo-Beamten erfahren, dass der eine Mann ein Gast ist und der andere Inhaber des Clubs. Zum Streit kam es, weil der Clubbesitzer laut Aussage davon ausging, dass der Besucher die Angestellte niedergeschlagen hat. Gibt's doch wohl nicht! Okay. Könnt ihr euch mal um die beiden hier kümmern? Hier einmal den. Hallo, hallo! Hallo! Ist die ungeschmeckt? Egon von 3216. Wir brauchen hier zur Ottostraße. Der Club am Bahnhof brauchten wir dringend RTW, Verstärkungskräfte, eine verletzte Person nicht ansprechbar auf der Toilette. Und wir haben noch zwei Festnahmen. Im Lokal. Also was hier für Taten vorliegen, ist im Grunde noch ziemlich fragwürdig. Die Frau hatte eine Würgemale am Hals. Ob es nun eine Sexualstraftat ist oder ein Racheakt, das müssen wir jetzt noch alles ermitteln. Wie heißt sie? Jasmin Lenz. Jasmin Lenz. Das ist meine Freundin und Arbeitskollegin. Sie arbeitet hier. Sie sind die Lea, oder was? Lea, genau. Lea, alles klar. Mhm. So, und wer sind die anderen beiden? Kennen Sie die anderen beiden da draußen? Also einer ist mein Chef, den anderen kenne ich auch. Okay. Herr Tilly, okay. Komm mal, bewusstlos, nicht ansprechbar. Ihr wisst gar nicht mehr Platz? Nee. Ja, wir machen Platz, wir gehen raus. Zugefunden worden. Lass uns mal durch. Okay. Die Würgemale deuten für die Sanitäter auf einen Kampf hin. Die Kommissare gehen den Anschuldigungen des Clubbesitzers nach und befragen den Gast. Doch auch der erhebt schwere Vorwürfe. Auf die Toilette wollte er gehen. Und da lag die Toilettendame da völlig... So wie wir sie eben angetroffen haben. Okay. Ja. Und ich habe mich über sie gebeugt und wollte wissen, wie es ihr geht und ob die noch... lebt. Und dann? Erzähl weiter. Und dann? Was ist dann passiert? Danach ist ja auch was anderes passiert. Hier draußen haben wir ja auch was erlebt hier. Was war das denn hier? Dann hat er mich eingesperrt. Er hat mich eingesperrt. Je aggressiver, hören Sie mal ganz kurz zu, je aggressiver Sie sind, desto mehr reagieren wir auch. Klaus Schäfer bemerkt, dass der Clubbesucher stark angetrunken und kaum vernehmbar ist. Kollegen der Schutzpolizei sollen seinen Promillewert feststellen. Die Darstellung des Diskothekenbetreibers ist vollkommen anders. Ihre Version hätte ich jetzt gern gehört. Was ist passiert? Meine Version ist eigentlich ganz einfach. Ja, ganz ruhig. Erst hören Sie es aus. War ein Riesengeschrei. Ja. Wo war ein Geschrei? In der Toilette. War ein Riesengeschrei gewesen. Mach die Tür auf. Ja. Sehe die Jasmin da liegen. Das ist eine neue Kollegin, die arbeitet seit ein paar Wochen für mich. Ich habe sie als Klofrau angestellt. Jasmina oder Jasmin? Jasmin. Jasmin. Mhm. Und auf einmal sehe ich ihn. Ja. Ja. Wer soll denn? Können die Gäste gehen? Wir haben die Zeugenaufnahmen aufgenommen. So läuft. Kann ich schicken? Draußen die Gäste. So, nochmal bitte. Die Gäste, können die gehen? Die Gäste. Habt ihr gefragt, wo einer Zeuge ist? Also wer nicht Zeuge ist, kann gehen. Okay. Aber trotzdem die Namen festhalten, falls wir noch mal irgendwie Nachforderungen haben, falls der einer sich als Täter hinterher herausstellt. Also alle Namen notieren und dann nur die Zeugen jetzt, was hier gesehen haben, hier bleiben. Okay. Wie viel Promille hat er? Also. Alkotest. So. Holger, willst du mal testen? So, Alkotest. Bei ihm da vorne einmal. Ja. So, erzähl weiter. Und dann? Okay, Toilette Geschrei. Da kommst du hier ran, ja. Auf der Toilette einmal bei ihm hier ein Alkotest. Okay. Komm rein. Ja. Ich sehe natürlich als erstes die Jasmin da liegen und sehe ihn auf hier liegen. Reiße ihn runter. Ja. Ja, Gott sei Dank. Und sie war ja auch gleich da. Ja. Hab ihn in die Toilette reingesperrt. Er hat natürlich randaliert, rumgeschrien. Und irgendwie, keine Ahnung wie, hat er die Tür halt doch aufgetreten. Und dann ging hier draußen halt die Kappelrei los und ich musste ihn ja festhalten, weil ich wusste ja, sie sind auf dem Weg. Die erfahrenen Polizisten wissen, wie sehr die Hemmschwelle nach dem Konsum von Alkohol sinkt. Für sie ist der renitente Gast daher verdächtig. Die Kripo-Beamten inspizieren den Tatort auf Spuren des Gewaltverbrechens und weitere mögliche Tatbeteiligte. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Hier ist Herrenbereich. Hier ist Herrenbereich, hier ist er nicht. Okay. Also er muss hier muss. Ja. Hier haben wir auch nichts. So, hier liegt das Geld, hier ist kein Geld drin.
Nee. Da ist kein Geld drin. Das stimmt. Okay, also hier, hier muss der Kampf stattgefunden haben. Guck mal, hier irgendwo, ja, hier muss ich irgendwo gegenschlagen. Was, ne? Alles klar, okay. Wollen wir Spusi? Noch ist unklar, ob es sich um ein Sexualdelikt handelt. Die Kommissare halten auch einen anderen Beweggrund für möglich. Sie ermitteln, dass der Clubbesucher wegen Körperverletzung vorbestraft ist und holen Informationen zum Opfer ein. Wie lange ist sie jetzt hier angestellt? 6 Wochen. 6 Wochen. 6 Wochen. 6 Wochen. Und neu? Gab es da vorher eine Vorgängerin oder teilen Sie sich den Job auf dem Klo oder wie läuft das hier? Ich habe zwei. Ich habe zwei Toilettendamen und die wechseln sich ab, früh, spät. Okay. Ja. Haben Sie hier Überwachungskameras im Laden? Ja. Okay. Wo haben Sie die? Die Sichtung des Überwachungsvideos macht den Kriminalpolizisten klar, hier hat jemand schnell gehandelt, um etwas zu verheimlichen. Ein bisschen Geld ist ja schon drin, ne? Ja. Mit ein paar Taler, ja, sieht sie. Das war ein Schnitt, hast du es gesehen? Was war das? Ja, genau. Hier an diesem Tatort und in diesem Fall ist die Beweislage vor Ort für uns noch etwas unübersichtlich. Aber wir haben hier harte und weiche Fakten sozusagen, an denen wir uns weiter entlanghangeln mit den Ermittlungen. Wir haben hier die Blutflecke, die ja von der KTU untersucht werden, wo wir dann weiteres über den Kampf möglicherweise rausbekommen. Dann haben wir die Überwachungskamera im Toilettenbereich dort, wo ja auch das Überwachungsvideo herstammt. An der Kamera wurde auch manipuliert, offenbar wurde versucht, sie runterzureißen. Dann haben wir das Überwachungsvideo selber auf diesem Tablet, wo wir deutlich gesehen haben, dass ein Sprung stattfindet. Das heißt, hier wurde auch manipuliert. Das Tablet haben wir natürlich als Beweismittel sichergestellt und unsere Techniker können da sicherlich noch mehr rausfinden. Das sind die harten Fakten, die wir noch nachgeliefert bekommen und einbauen können. Sie kommen gleich mit zu uns zur Dienststelle. Okay. Nicht nur der Gast, auch der Chef und die Angestellten sind für die Kommissare verdächtig. Alle haben Zugriff auf die Bänder der Überwachungskamera. Die Kripo-Beamten ordern auch die zweite Toilettenfrau auf die Wache. In ihrer Vernehmung gewinnen die Ermittler den Eindruck, dass im Club nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Zuerst möchte ich natürlich von Ihnen wissen, wie Sie heißen. Fatima. Sie heißen Fatima. Ja. Fatima, und Sie sind angestellt in dem Laden? Der Club oder was ist das? Was machen Sie da? Ich bin eine Putzfrau. Sie sind eine Putzfrau? Ja. Darf ich fragen, was Sie verdienen bei Ihnen? Können Sie mir das erzählen? Nein. Das wollen Sie mir nicht erzählen? Nein. Mhm. Okay. Also ist das ein, haben Sie einen Vertrag? Das sage ich auch nicht. Mhm. Warum wollen Sie das alles nicht so sagen? Weil das ist zwischen mir und Herr König. Mhm. Und deswegen werde ich nicht verraten. Naja, okay. Verraten ist gut, aber wir sind ja hier bei der Polizei. Ja. Nicht umsonst, weil da was Schlimmes passiert ist. Und so ein paar Angaben brauchen wir schon. Aber gut, wenn Sie da weiter nichts zu sagen wollen. Wissen Sie denn, was passiert ist? Ganz genau weiß ich nicht. Herr König ist ein guter Mann und gibt mir Arbeit. Ich kann Ihnen mal sagen, was passiert ist. Sie haben da doch eine weitere Angestellte. Jasmin. Die ist heute mit schweren Verletzungen, bewusstlos, mit Würgemalen am Hals, ins Krankenhaus gekommen. Und wir möchten jetzt aufklären, wer das gewesen ist. Und deswegen fragen wir sie, weil die hat den gleichen Job gemacht wie sie, ist das richtig? Ja. Aber ich weiß es genau nicht, was ist das passiert, weiß ich nicht. Klaus Schäfer vermutet, dass der Chef die Toilettenfrauen gewaltsam unterdrückt und die Tat begangen haben könnte. In seiner Vernehmung wendet er eine Taktik an, um den Clubbesitzer zu verunsichern. Ihre Angestellte macht da drüben gerade eine Aussage. Und wir haben natürlich zu ihren Geschäftsbedingungen mal so gefragt, was sie da, wie sie ihre Leute behandeln und wie sie ihre Leute im Grunde genommen bezahlen. Aber jetzt möchte ich von Ihnen was wissen, Herr König. Erstens, ich hätte ganz gern Ihr Hemd. Können Sie Ihr Hemd bitte mal ausziehen? Was macht die bitte für Aussagen? Wissen Sie was, ich bin ein Geschäftsmann. Bei mir läuft alles gerade. Die werden gut bezahlt. Gut, alles okay. Ich sag Ihnen doch nur, was wir gerade erfahren haben. Trotzdem möchte ich wissen, was Fatima erzählt. Das werden wir Ihnen natürlich nicht erzählen. Ja. Ja, die Fatima kann ich auch gerne anzeigen. Es geht hier ein bisschen um mein Handschuhe? Image. Hast du Handschuhe? Meinen guten Ruf. Ja. Legen Sie das einfach mal hier auf den Tisch. Ich möchte es nicht anfassen, legen Sie es einfach mal auf den Tisch. Das ist frisch gewaschen. Genau. Legen Sie es mal hin. Hat damit nichts zu tun. Das kann ruhig frisch gewaschen sein. So, und dann hätte ich von Ihnen beide Hände. Beide Hände, und zwar so, auf das weiße Blatt Papier. Tobi, und jetzt mach bitte mal ein Foto. Für was ist das? Was soll der ganze Quatsch? Das kann ich Ihnen erklären. Ja, hätte ich gerne. Erklären. Die, ja. Das Opfer
wenn man sich einem Opfer nähert, wenn ich ihn jetzt nähere, dann werden die Fasern von meinen Sachen auf ihren und umgekehrt auch. So, wenn Sie als Täter in Frage kämen, dann wären die Spuren auf Ihrem Hemd. Und das Zweite, Ihre Hände, wenn das am Hals ist, kann ich Ihnen genau sagen, welche Hände wo an welchem Hals gelegen. Ja, ich habe ja geholfen, deswegen, wo sie da gelegen hat, wo die Sanitäter da waren. Sie haben ja geholfen beim Würgen. Nee, dann habe ich ja hier geholfen. Wir reden vom Würgen. So, egal, nein, da waren Sie nicht. Da haben Sie den Typen weggezogen. Das haben Sie zumindest in der Aussage gemacht. Ja, sie waren nicht bei Ihrer Kollegin. Sie haben den Typen weggezogen. Sie waren dort nicht. Der Verdacht der Kriminalhauptkommissare: Der Inhaber des Clubs hat die Videoaufnahme manipuliert. Vermutlich, weil er das Trinkgeld der Toilettenfrauen an sich nahm. Noch ist aber fraglich, ob er auch die Tat begangen hat. Also ganz ehrlich, wir können nur weiterarbeiten, wenn Sie sich irgendwann mal offenbaren, wenn Sie uns erzählen, was Sache ist. Ansonsten haben wir keine Chance, dort reinzukritschen. Also ansonsten geben Sie uns auch keine Chance, dort für Änderungen zu sorgen, wenn Ihr Chef dort Straftaten begeht. Okay? Also für heute. Möchten Sie das nicht? Möchten Sie nicht mehr. Hast du alle Daten von dir aufgenommen? Habe ich aufgenommen, ja. Gut, dann können wir wieder rausgehen und draußen Platz nehmen. Ja, ja, wir nehmen jetzt nur noch Platz, weil ich möchte mich mit meinen Kollegen noch mal beraten. Wir hatten ja jetzt den Eindruck bei dieser weiteren Angestellten, dass sie ängstlich war, nicht alles sagen wollte. Und aus polizeilicher Erfahrung wissen wir, dass da häufig, ich sag mal, die typischen Sachen in solchen Arbeitsverhältnissen dahinter stecken. Nämlich billige Arbeitskräfte bei einem, ich sag mal, Chef, der gern auch den Chef raushängen lässt. Sodass hier auf jeden Fall immer oder sehr häufig Abhängigkeitsverhältnisse bestehen. Bis hin zu Drangsalierungen, Erpressungen, vielleicht Nötigungen. Und zumindest war hier der Verdacht, dass das hier auch vorliegen könnte. Pass auf, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das Opfer liegt noch wohl im Koma. Wir können immer noch nicht ran. Mhm. Ich würde ihn aber heute schon ganz gern irgendwie haben wollen. Ja. Wollen wir sie gehen lassen? Gehst du raus und machen wir uns, guckst du mal an, wie das draußen passiert? Wenn die jetzt aufeinandertreffen, ich glaube, der hat jetzt einen richtigen Brast. Der wird seine Angestellten jetzt noch mal richtig quälen. Das heißt, gut, also, dann wollen wir es so machen. Ich gehe raus, du oder ihr entlasst sie gemeinsam, als wenn nichts weiter wäre, als wenn wir mit denen durch wären. Und dann gucken wir, was sich draußen macht. Die Ermittler gehen davon aus, dass in einem Club pro Abend ein paar hundert Euro Trinkgeld zusammenkommen. Sie mutmaßen, dass der Besitzer der Diskothek wegen des Geldes mit der Toilettenfrau in einen Streit geraten ist, ihr gedroht und sie niedergeschlagen hat. Holger Hansen beobachtet, wie aggressiv der Verdächtige ist. Hör mal, ihr blöden Scheißweiber, was habt ihr dem Bullen erzählt? Fatima, hab ich dir nicht einen Job gegeben? Es gibt eine klare Ansage, das ist mein Laden. Meine Sachen werden gemacht, das ist meine Kohle, das Trinkgeld gehört mir, nicht euch. Also, was habt ihr dem Bullen erzählt? Ich will wissen, was ihr dem Bullen erzählt habt, nicht wer hier was gewesen ist. Okay, damit habe ich alles gehört. Damit schlage ich los. Zugriff. Herr König! Aus! Genau, Sie bleiben da. Komm. Okay, habt ihr ihn? Gut. Habt ihr ihn? Hände. Okay. Transportgriff, komm hoch. Ja. Komm hoch. So, Herr König, ich glaube, das war's. Ich habe eben genau gehört, was Sie zu den Mädels da gesagt haben. Das war quasi Ihr eigenes Geständnis und damit Ihre Grube, die Sie selbst gegraben haben. Ich habe genau gehört, was Sie da gesagt haben. Damit sind Sie hochverdächtig, sind für uns der Täter, also ganz klar. Das, was Sie da von sich gegeben haben, ich meine, Sie brauchen es nur noch zuzugeben. Die Sache, Sie sind überführt, ist eindeutig. Die blöden Weiber, die Jasmin hat mich doch bedroht. Es blieb mir doch gar nichts anderes übrig. Ja, und dann muss man die würgen. Das war eine Kurzschlussreaktion, ist halt passiert. Mal Moment mal ruhig, was haben wir denn da noch? Von der KTU. Mal gucken, was ist denn das? Ein Eimer voll Geld. Eimer voll Geld in Ihrem Büro, ne? Oder? Weiß ich gar nichts von. Ja, das ist noch ein weiteres Indiz. Herr König, ich glaube, das war's. Und ganz ehrlich, Jasmin hat es auch verdient. Fertig aus. Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Okay. Aber das reicht uns schon. Das war Geständnis. Genau. Okay. Könnt ihr ihn wieder reinnehmen, wo er gerade rausgekommen ist? Prima. Bringt ihn mir rauf wieder. Gut, lass uns noch mal zu den beiden. Zu den Frauen. Ganz ruhig bleiben. Die Geschichte mit seinem Innen drin, was er mit dem Trinkgeld macht, das ist seine Sache. Da können wir da nicht reinfuschen, das geht nicht. Was hier auf jeden Fall in Frage kommt, er hat eine gefährliche Körperverletzung gemacht, wo auch eine schwere. Und es könnte sogar ein versuchter Totschlag sein, weil wir noch nicht wissen, inwieweit die Frau im Grunde genommen bleibende Schäden hat nach dem Würgen. So, Sie sehen ja, was der Chef nun für einer wirklich ist. Ein bisschen haben Sie es auch schon gewusst. Sie wollten es wohl nicht so richtig sagen, aber geahnt haben wir das ja schon. Und Sie sehen ja, so geht das nicht. Ne? Also das müssen Sie sich nicht bieten lassen. Das haben Sie überhaupt nicht nötig. Also Sie alle jetzt, die bei ihm gearbeitet haben, da gibt es andere Möglichkeiten. Ne? Und man muss im Grunde genommen solchen Menschen auch nicht unterstützen, indem man bei ihm bleibt. Also ich kann Ihnen nur den Tipp geben. Es gibt im Grunde genommen eine Beratungsstelle, selbst von der Polizei. Ja. Und zwar für
für Dinge, wenn man im Grunde genommen Opfer wird. Sie sind ja wohl Opfer geworden. Also der Gang der Opfer jetzt im Grunde, um zu Beratungsstellen zu gehen, der liegt jetzt an Ihnen selber. Wir können die nur ermuntern und können sagen, geht hin, euch wird dort Hilfe angeboten, euch werden Wege aufgezeigt, wie ihr euch gegen Menschen wehren könnt, die euch nichts Gutes wollen, also die Gewalt anwenden oder sonstigen Druck aufbauen. Solche Frauen sind im Grunde manchmal dann sehr hilflos und die brauchen dann einfach nur Wege aufgezeigt bekommen, damit sie aus ihrem Loch, wo sie drin sind, im Grunde rauskommen. Ich würde mal sagen, Sie suchen sich nächstes Mal eine bessere Arbeitsstelle. Das haben Sie auch verdient. Ja, müssen Sie, die suchen wir uns zusammen. Ja. Ja. Okay. Sie sind für uns erreichbar? Ja, okay. Gut. Der Clubinhaber erhält eine Haftstrafe. Er wollte dem Gast die Tat anhängen, sperrte den Mann auf der Toilette ein und manipulierte währenddessen das Überwachungsvideo. Die Toilettenfrau hatte sich gegen die Abzocke ihres Chefs gewehrt und wurde deswegen von ihm niedergeschlagen. Sie wird wieder vollständig gesund.